Der russische Präsident Wladimir Putin sprach am 6. September in Moskau über den Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei zog er Vergleiche, die darauf hindeuten, worauf er sich aktuell vorbereitet. Der zugeschaltete Putin erklärte, dass Russland nicht gegen die Ukraine kämpfe, sondern gegen Banderitenmonster und ihresgleichen, so Putin. Es ist notwendig, die Beweise auszugraben und sie der Welt zu zeigen, damit es keine Missverständnisse darüber gibt, wen wir bekämpfen. Damit klar und verständlich ist, welche Ziele wir verfolgen und wer unser Feind ist. Es ist nicht das ukrainische Volk, sondern diese Monster und ihre Anhänger. Banderiten steht abwertend für ukrainische Nationalisten im Allgemeinen und die vermeintlichen Neonazis in Kiew im Speziellen. Putin will so erneut klarmachen, dass es ihm um eine Entnazifizierung der Ukraine gehe. Seit Tag 1 nennt der Kreml dies als Vorwand für den Überfall des Landes. Anschließend zog Putin während seiner Rede den Vergleich zwischen der eigenen Spezialoperation und dem sowjetischen Kampf gegen Nazi-Deutschland. Er erinnert an die Opfer, die in den wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, der in Russland als großer vaterländischer Krieg bekannt ist, erbracht wurden.